Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar City Skylines. Okay, jetzt schreit mich hier. Gott! Jetzt schreit mich ja gerade die Musik so an. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen umstellen. Richtig cool, gerade neu eingetroffen. Dieses Spiel läuft erst in einer Woche an. Das heißt, der Release ist erst in einer Woche. Ich darf euch trotzdem schon was zeigen. Das ist das Schöne an der ganzen Sache und ich würde sagen, weil uns ja Cities XXL auch so viel Spaß macht, werden wir das uns auf keinen Fall entgehen lassen. Und starten einfach mal ein neues Spiel, würde ich sagen. Da haben wir hier ein paar Karten, die wir uns eben raussuchen können. Entschuldigt bitte, ich bin noch ziemlich stark erkältet. Wir können uns hier ein paar Maps raussuchen. Green Plains. Oh, der sieht aber düster aus. Das ist nicht so. River Run, Rockfield, Blackwoods, okay. Island. Island ist bestimmt ganz cool. Shady Strands. Hier unten steht natürlich auch geeignetes Baugebiet 58%. Naturrohstoffe. Ah, okay. Sehr gut. Two Rivers. Kenne ich irgendwoher aus dem Landwirtschaftssimulator. Sandy Beach. Diamond Coast. Lagoon Shore. Sollte man vielleicht Sandy Beach nehmen? Oder Two Rivers. Aber hier ist was durchgestrichen. Was ist das? Ausgehende Verbindung. Kein Schiff. Ah, okay. Nein, Schiffe wollen wir ja bauen. Ich überlege eigentlich, ob ich diese Islands nehme. Nehmen wir mal die Islands. Komm, drauf gekackert hier. Ausgehende Verbindung Autobahn ist möglich. Ausgehende Verbindung Zug ist möglich. Schiff ist möglich. Und Flugzeug ist möglich. Wir haben ganz gute Ressourcen, so wie es aussieht. Und wir nennen die erstmal Maggie Town. So sieht's aus. Beginnen! Ich freue mich schon. Ja, vielen, vielen Dank auch nochmal an mein Netzwerk und vor allen Dingen an den Mikkel, dass ich das so schnell bekommen habe. Super, super nice von dir. Dankeschön. Vor allen Dingen eine Woche vor Release und heute ist ja gerade mal das Embargo. Das heißt, ab heute darf man es auch was zeigen. Hallo! Lassen Sie uns damit beginnen, einige Straßen zu bauen und die benachbarten Gebiete abzugrenzen. Gebäude spawnen in abgegrenzten Gebieten, um im weiteren Wachstum Ihrer Stadt werden Sie neue städtische Dienstleistungen und Gebäude freischalten. Klicken Sie für Hilfe auf die Fragezeichen-Schaltfläche. Diese zeigt Informationen. Ja, ja, bla bla bla. Ich habe natürlich keine Ahnung, das ist absolut blind hier. Ah, okay. Hier geht schon mal die Autobahn rein. Straßen bauen. Bauen Sie Straßen zur Erweiterung Ihrer Stadt. Wählen Sie einen Straßentyp und ziehen Sie eine Straße, indem Sie mit der linken Maustaste... Ja, ja, ja. So, hier haben wir die Straßentypen. Okay, Straßen. Straßen müssen gebaut werden, um Gebiete Zugang zu städtischen und Gebäudedienstleistungen zu verschaffen. Größere Straßen ermöglichen schnelleres Fahren und größere Verkehrsaufkommen. Dies hilft städtischen Dienstleistungsunternehmen, Bürger effizient zu erreichen. Dekorierte Straßen erzeugen weniger Lärmbelästigung. Ah, dekorierte Straßen erzeugen weniger Lärmbelästigung, das ist ja cool. Mit Bild auf und Bild ab können Sie Hochstraßen bauen. Oh, ziehen zum Bau einer Brücke, einer Straße übers Wasser. Probieren Sie zum Ändern des Straßenzyklus und Verbesserungserzeuger, wenn Sie... Aha, aha, das ist ja interessant. Okay, warte mal, was haben wir hier? Curved Road, ah okay, Freeform Road, das ist natürlich geil. Upgrade Road, was ist Upgrade Road? Ich habe keine Ahnung, wie sieht das erstmal aus hier? Oh, nice. Oh, hier sind ja schon Brücken. Das ist ja cool. Okay, das ist erstmal unser Baugebiet. Ich nehme an, das können wir dann noch stark erweitern. Ich hoffe es zumindest. Hier haben wir schon mal Straßen. Okay, zweispurige Straße. Hier ist die Autobahnanbindung. So, Mausrad gedrückt halten, können wir unsere Taste drehen. Hier oben können wir noch ein paar andere Straßen auswählen. Welche aber alle noch nicht zur Verfügung stehen. Wir haben wirklich erst die. Kosten 40, Geschwindigkeit 40. Eine zweispurige Straße mit Parkplätzen. Gut für geringes Verkehrsaufkommen. Das natürlich jetzt so geeignet ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht können wir die Straßen aber auch upgraden. So, wartet mal. Dann bauen wir als allererstes mal... Oh, das ist nice. Das mag ich. Hier so eine schöne Kurve bauen können. Das ist echt cool. So, warte mal, wie baut man das am besten mal jetzt hier? Wir haben natürlich jetzt... Wie viel Geld haben wir überhaupt? Moment, 70.000, das kostet schon 13, das ist natürlich hart. Okay, Bild auf, Bild ab. Ah, okay. Hier können wir schon eine Brücke bauen. Wie cool ist das denn? Ah, okay. Nice. Dann... Was schreibt der?
Bitte schließen Sie Ihre Stadt an eine Autobahn an. Auf diese Weise können Leute Stadt besser erreichen und Waren dorthin transportieren. Ausgehende Verbindungen können außerdem Touristen ihre Stadt erreichen, bla bla bla. Okay. Dann bauen wir hier erstmal eine gerade Straße rein. Was soll's? So. Okay. Zweispurige Einbahnstraße, Feldweg. Ah, guck mal, jetzt haben wir hier noch was. Vierspurige Straße haben wir noch dazu gekriegt. Sechsspurige Straße. Autobahn. Autobahn können wir noch sparen. Oh, cool. Kreisverkehre können wir auch bauen. Oh, die sind ja riesig. Oh, das ist nice. Ich würde sagen, bauen wir erstmal eine sechsspurige Straße hier, oder? Wie viele Spuren hatten die hier? Ja. Wartet mal. Das ist jetzt blöd, weil hier zwei Straßen reinführen. Naja, komm, ist erstmal egal. Noch eine normale Straße. Ich will aber hier so geschwungen bauen. Moment. Wir könnten ja erstmal hier rüberziehen noch. Ich glaube, ich muss ein bisschen von Cities XXL jetzt wegdenken, weil das hier ist komplett anders. So wie es aussieht. Okay, was soll man machen? Was ist als nächstes dran? Beginnen Sie mit Bau Ihrer Stadt. Wählen Sie abgrenzen und grenzen Sie Gebiete im Straße ab. Wenige Augenblicke nach der Errichtung von Gebieten spawnen die ersten Gebäude. Wählen Sie ab. Gebietsabgrenzung. Ach hier. Die Gebiete legen fest, welche Gebäudetypen in den Bereichen neben den Straßen spawnen. Da steht zweimal da, wie geil. Für die Gebietsabgrenzung gibt es vier verschiedene Werkzeuge. Füllen, Auswahlrechteck sowie die kleinen und großen Pinsel. Grenzen Sie ein Gebiet ab, indem Sie es mit dem ausgewählten Werkzeug mit der linken Maustaste anklicken. Halten Sie die Maustaste zur Anpassung der Auswahlrechteckgröße gedrückt. Leute, ich bin doch nicht Picasso, ich will doch nur eine Stadt bauen. Okay. Meilensteine. Arztpraxis, Grundschule. Okay. Steuern, Errungenschaften. Oh, krass, was alles gibt. Die ihre Bürger einziehen können, ne? Statt eine Dienstleistung freizuschalten. Okay, alles klar. Wir brauchen erstmal gering besiedeltes Wohngebiet. Ich glaube, das ist das Erste, was wir tun sollten. Ein gering besiedeltes Wohngebiet. So. Bauen wir hier erstmal hin. So. Das ist doch schon mal super. Straßentechnisch können wir jetzt noch was machen hier. Moment. Könnte man doch theoretisch. Okay. Ah, okay, hier wird ein angezeigt quasi. Hier könnten wir jetzt auch noch Wohngebiete bauen. Nicht da, wo sie wollten. Wenn sie ein Gebäude oder Straße falsch platziert haben. Ach, hier unten ist dieser Bulldozer. Okay, dann können wir wieder abreisen. Das ist ja auch super. So, wartet mal. Hier noch ein Wohngebiet. Hier so. Das sieht ja recht nice aus sogar schon. Ich baue jetzt einfach erstmal hier. Keine Ahnung. Okay, hier haben wir Strom und Wasser. Ah, okay, hier blinken auch schon die ersten Zeichen. Oh mein Gott. Die Grafik sieht ein bisschen schwammig aus, oder? Wenn ich jetzt hier so nah ranzoome, seht ihr das? Ist ja total verschwommen. Wie kann ich das wieder wegmachen? Dieses Grün. Bleibt das jetzt so? Okay, was ist das hier? Toggle Snapping. Okay. Hier ziehen auf jeden Fall schon mal die ersten ein. Das ist ja schon mal super. Und die brauchen Strom und Wasser. Strom, was haben wir denn zur Auswahl? Kraftwerke produzieren Strom für alle Bedürfnisse ihrer modernen Stadt. Über Kurzstrecken wird der Strom von Gebäude zu Gebäude weitergeleitet. So etwas. Aber über Kurzstrecken gehen, müssen sie Stromleitungen bauen. Wenn sie Stromleitungen platzieren, ziehen sie Stromreichweite in ein Gebäude, bla bla bla. Brechen wir Strom, bla bla bla. Kraftwerke verschmutzen den Boden und oder sogar für Lärmbelästigung. Bla bla bla. Reichweite Verschmutzung. Ah, okay, nice. Infoansichten. Okay.
Rufen Sie an sich in verschiedene Info. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal hier, verfügbarer Strom. Das ist ja geil. Sehr gut. So, was haben wir jetzt hier zur Auswahl? Wir können eine Windturbine bauen. Günstige und saubere Energie durch den Wind. Wie viel Strom erzeugt wird, hängt von der Windstärke und dem Standort der Windturbine ab. Keine Straßenanbindung erforderlich. Lärmbelästigung 75. Eieiei. Benutzt Kohle. Und halt 560 die Woche. 80 die Woche. Wirtschaftsfenster. Okay, schauen wir erstmal ins Wirtschaftsfenster rein. Mal gucken, was er. Ach du grüne Neune. Was er uns da alles schreibt. Hier können Sie Steuern, Budgets, Darlehen Ihrer Stadt verwalten. Der Großteil Ihrer städtischen Einnahmen. Wie viel Geld haben wir überhaupt noch? 58.000 sieht ja gut aus. Ihre städtischen Einnahmen stammen aus Steuergeldern. Die Steuereinnahmen basieren auf Größe und Stufe von Gebäuden in jedem Gebiet. Hohe Bausteuern kann Ihre Bürger aber unzufrieden stimmen und Sie zum Umzug anregen. Größeres Budget für eine Dienstleistung bedeutet, dass Ihre Einrichtung effizienter arbeiten, aber auch, dass die Beibehaltung teurer wird. Ah, ich mache mal hier kurz Pause. Sie können Darlehen von verschiedenen Banken aufnehmen. Die Darlehensgrößen, ja, Darlehen brauchen wir erstmal nicht. Okay. Höheres Budget voraus. Stellen Stromproduktionseinrichtungen mehr Leute ein und produzieren demzufolge mehr Strom. Ah, cool. Das ist ja geil. Auf Steuern können wir noch gar nicht schalten. Haben Sie mehr als in Industriegebiet abgrenzen können? Ah, ein Industriegebiet geht auch schon. So, was haben wir denn hier erstmal? 35 Einnahmen. Wir haben 35 Einnahmen. Das ist super. Wir sind erstmal am Plus. Oh. Meine Nase ist so zu, Leute. Es tut mir echt leid. Ach, hier Gesamt. Guck mal, Gesamt. 87. Okay. Krass. Ist ja schon mal geil. Jetzt bauen wir ein Windkraftrad. Oder bauen wir erstmal so ein Kohlekraftwerk. Ach, guck mal. Da zeigt es einem gleich, dieser rote Kreis ist die Verschmutzung. Das ist ja super. Braucht aber eine Straßenanbindung, ne? Darf man nicht vergessen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht bauen wir doch erstmal eine Windkraftanlage. 7 Megawatt. Die steht nicht da. 7 Megawatt produziert das gute Stück. Wenn ich die jetzt erstmal. Scheiße, wo setze ich die hin? Am besten hier unten, oder? So hier. 5 Megawatt. Ah. 7, 8. 8 Megawatt. Hier wird ein angezeigt. Das ist ja nice. Wie viel Strom die produziert? 8 Megawatt hier hinten komplett so. Wahrscheinlich am Wasser, da ist etwas windiger. 4 Megawatt teilweise sogar nur. Dann sollten wir die doch hier hinten irgendwo hinbauen. Hier so. Super. So, jetzt müssen wir das ganze gute Stück noch anschließen. So, das. Ach, hier haben wir den blauen Bereich. Da muss diese Stromleitung drin sein. Und dann müssen wir die einfach nur hier runter in diesen blauen Bereich ziehen. Und dann ist das Ganze schon angeschlossen. Aber schön aussehen tut es nicht, ne? Das muss man mal dazu sagen. Ich finde das zwar cool, wenn ich jetzt ehrlich bin. Machen wir wieder Start. Oh, hier wurde getwittert. Ein lokales Kraftwerk ist am Netz. Vielleicht kriege ich meinen Fernseher jetzt wieder. Okay. So. Haben die jetzt alle Strom? Ah, die haben alle Strom. Grüne Energie ist exzellente Wahl. Hashtag grüne Energie. Ein lokales Kraftwerk ist am Netz. Vielleicht kriege ich wieder Fernseher. Ja, ja, ja. Neue Maßnahmen zur Rettung des Regenwalds unternommen. Baumpflanzkampagne der beliebten Website eingeleitet. Okay. Hallo, hier ist Chopper. Behalten Sie im Auge. Ach so, okay. Haben Sie gemerkt, dass Sie jetzt gering besiedeltes Gewerbegebiet abgrenzen können? Ja, die brauchen doch aber erstmal noch Wasser, Leute. Wir brauchen doch erstmal Wasser. Was ist denn das hier? Wasserpumpstation. Wasserpumpstation pumpen Wasser direkt aus einem Gewässer in der Stadt. Produzieren Sie, eine Bürger führen, beachten Sie, dass Wasserpumpstationen zum ordnungsgemäßen Betrieb immer ein Abwasserrohr benötigen. Was haben wir hier? Wassertürme stellen solche Gebieten eine Wasserquelle zur Verfügung, denen keine Wasserpumpstationen gebaut werden können. Aber wir können ja Wasserpumpstationen bauen, von daher ist das eigentlich easy going, oder? Wir müssen nur aufpassen, wir haben hier eine Lärmbelästigung, eine kleine. Okay. Könnten wir aber theoretisch hier hinbauen. Oder auch mit hier hinten hin vielleicht, gerade mal so. Hier so hin. Ist echt so eine Sache, ey. Oder baue ich so einen Turm? So ein Turm wäre auch ganz nett.
weiß es nicht. Moment. Steht ja da. Durchflussrate 120.000 Kubikmeter pro Woche. 240 kW Strom. Ah, okay. 240 Kubik Strom, aber nur 60.000 Durchflussrate. Na dann, Leute. Würde ich doch mal sagen, bauen wir hier noch so eine Wasserpumpstation hin. Ich hoffe mal, das passt mit den Stromleitungen. So, ja, die können wir einfach hier durch. Ah, das ist ja nice. So. Ach so, und wenn ich die jetzt hier hinziehe, dann haben die hier quasi in dem Gebiet alle Wasser, oder wie? Ziehen wir es mal gleich noch mit hier rüber. Okay. Mehr Informationen, Gebäude, Fahrzeuge, Bürger, halten Sie anklingen. Okay, was blinkt denn jetzt schon wieder? Die müssen doch jetzt Wasser haben, oder? Ah, der hat keinen Strom. Verstehe ich. Das verstehe ich. So. Ah, das sieht schon cool aus, ne? Muss man schon so sagen. So. Okay, da müsst ihr jetzt aber Strom haben, genau. Und das ist die Wasser. Aber soll ich euch mal was sagen, Leute? Die Textur finde ich grauenhaft. Was hat denn der jetzt hier? Budgetfenster aufrufen. Gebäude verschieben. Ah, okay. Wir können die also auch noch verschieben. Das ist super. Minus 240 die Woche. Wow, 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 wow. Statistik. Gucken wir doch mal. Gesamt 492. 493 gesamt. Und machen wir noch plus. Einnahmen 105. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Stadtviertel, Gebäude, Autos, Bürger, andere Objekte können Sie umgehend in den relevanten Infofenster in den Namen klicken. Ja, okay. Diese Stadt ist... Scheiße. Hashtag diese, Hashtag Stadt, Hashtag ist, Hashtag Scheiße. Punkt. Super. Bauen Sie Straßen. Was haben die jetzt hier vom... Ach, guck mal. Ich glaube, das ist Abwasser, oder? Die ersticken gerade in ihrem eigenen Müll. Die Leute. Guck mal, wie unscharf das Symbol ist. Krass. Ist das nur bei mir so? Abwasserrohr. Da müssen wir noch ein Abwasserrohr bauen. Ach, das können wir auch gleich hier... Na, das ist ja wohl der Hit. Können wir das Abwasser jetzt quasi einfach hier reinleiten? Oh nee, oder? Da verpesten wir ja unseren... oh, jetzt kommt die Medizin. Ist ein Snapchen gewesen. Dann verpesten wir ja hier unseren kompletten See. Für die Touris. Ach man, oh. Wartet mal. Was haben wir hier? Was haben wir hier noch? Wasser auf. Wasseraufbereitung. Das können wir natürlich dann später noch bauen. Das ist ganz cool. Dann bauen wir erstmal das hier hin. Hier noch Abwasser. So. Zack. Okay, der braucht natürlich auch wieder Strom, kriegt dann natürlich der Boy, so, so, was denn jetzt, oh, okay, was, das geht nicht, oh, wieso habe ich das jetzt durchtrennt, was ist das für ein Mist, so, jetzt aber. Okay, ich muss mich erstmal echt reinfummeln, Leute. Da musst du jetzt aber Strom haben, jetzt mal ohne Mist. Ja, super. Ist jetzt an das Netz schon... Ist jetzt an das Netz... Ah, guck mal, der ist an das Netz automatisch schon mit angeschlossen, weil die Leitung hier lang läuft. Das ist ja genial. Ah, und jetzt wird hier das Abwasser auch abtransportiert. Super. Genauso hatte ich mir vorgestellt. Und die sind erstmal alle zufrieden. Bauen Sie Straßen, Grenzen, Gebiete neben Ihnen ab, damit Ihre Bürger einziehen können. Erweitern Sie Ihre Stadt, um weitere Dienstleistungen freizuschalten. Klicken Sie für Hilfe auf das Fragezeichen-Schaltfenster. Dieses zeigt den Informationen, das aktuelle geöffnete Menü. Okay. Was haben wir hier oben überhaupt? Infoansichten. Strom. Ah, okay. Wir produzieren. Stromverbrauch 2 Megawatt. Ich glaube, 8 produzieren wir. Wasserverbrauch 3440, 120.000 produzieren wir Abwasser. Okay. Sieht es hier aus? Oh, Wohngebiet Zufriedenheit, das ist aber nicht sehr schön. Das ist noch nicht optimal. Windturbine. Ah, und jetzt sind wir die Gebiete. Sehr geil. Die Stärke. Okay, nice. Feuersicherheit haben wir zurzeit noch nichts. Verkehr. Okay, das ist alles noch easy. Na gut, was bauen Sie Straßengrenzen in dem Gebiet? Ja, ja, ist ja schon in Ordnung. Ich würde sagen, wir bauen erstmal ein Gewerbegebiet, Leute, oder? Was haltet ihr dann davon? Und dazu nehmen wir aber... Gewerbegebiet nehmen wir gleich die ganz große hier, oder?
Oh. Die ist vielleicht etwas übertrieben. Dann nehmen wir doch nur die sechsspurige. So. Gott, wie sehen die aus? Vierspurig. Sechsspurig. Okay. Ah, die sieht irgendwie cool aus, oder? Das sieht schon toll aus. Ich überlege nur gerade, kann ich die hier schön miteinander verbinden? Ja, kann er. So. Muss ein bisschen aufpassen wegen der Kohle. Gut. Dann bauen wir doch ein Gewerbegebiet hier hinten. Würde ich sagen. Wir müssen uns echt genau überlegen, wo wir den ganzen Krempel hier hinbauen, weil... Ich hätte hier oben die Häuser hinbauen sollen. Das wäre viel cooler gewesen, oder? Komm, ist egal. Wir bauen jetzt erstmal hier ein Gewerbegebiet. So, wartet mal. So. Wartet mal, dann bauen wir das mal hier so hin. So. Okay. Dann hätte ich ja richtig Bock drauf. Wie kann ich den drehen? Scheiße, das war nicht drehen. Oh mein Gott, ernsthaft? Muss er den... Warte, Moment mal. Ah, wieso ist der jetzt so? Baue ich jetzt hier den Kreisverkehr mal hin. Ach, hier kann ich den drehen. Rechtsklicken. Okay, super. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann bauen wir hier hinten noch eine Straße. Moment, ich krieg das alles in den Griff, Leute. Alles easy, alles easy. So, hier noch eine Straße hin. Erstmal, so. Wir so ein bisschen geschwungen, ne? Das ist auch ein bisschen fürs Auge. Und dann bauen wir erstmal ein Gewerbegebiet. Obwohl, warte mal. Schauen Sie sich ein Gebiet. Was? Gebietsfeinabstimmung für vorgesehene Werkzeuge und Füllwerkzeuge können Sie große Bereiche mit Ihren einzelnen Gebieten füllen. Können zum Definieren von Bereichen klicken und ziehen. Mit dem Pinselwerkzeug können Sie Gebiete. Ja, okay, mit dem Pinselwerkzeug. Was weiß ich, was der jetzt hier gerade von mir will. Ach so, hier. Nee, scheiße. Blödsinn. Will ich nicht. Will er nicht bauen. Medium Brush? Ah, okay. 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 Oh Mann, Leute, ich wollte da jetzt gerade nicht bauen. Das ist doch Mist. Moment mal. Hör mal kurz was gucken. Kleine Geschäfte und gemütliche Boutiquen lassen die Bürger zum Geld ausgeben. Laden die Bürger zum geringen besiedelten Gewerbegebieten, können sie die Bedürfnisse benachbarter geringen besiedelten Wohngebiete decken. Warte mal, kleine Geschäfte und gemütliche Boutiquen laden die Bürger zum Geld ausgeben ein. Gering besiedelte Gewerbegebiete können die Bedürfnisse benachbarter gering besiedelter Wohngebiete decken. Okay. Das heißt, wir könnten ja eigentlich hier mal so ein kleines Gewerbe mit reinmachen, oder? Ah, krass. Kann ich jedes Kästchen einzeln machen? Wie geil ist das denn bitte? So. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Fail. Und hier hinten bauen wir Industrie hin. Was ist denn das? Gebiet aufheben. Ah. Ah. Interessant. So. Ist mal wirklich ein kleiner Picasso hier. So, okay, das sind Gewerbegebiete. Die bauen wir jetzt erstmal hier hinten. So, hier ein Gewerbegebiet. So, so, so und so. Haben wir hier erstmal ein bisschen Gewerbe. Passt ja erstmal. Gott, ist das kompliziert. Cool, was haben wir denn hier? Eine scheiß Grafik auf jeden Fall. Alter, ist ja grottig. So, Convent Store. Ungebildet. Ah, ungebildet 3. Okay, verfügbare Arbeitsstellen noch 3. Super. Und hier wird auch schon gebaut. Truck Store. Trucks.
Gebäude in gering besiedelten Gewerbegebiet. Normalbetrieb. Da braucht Arbeiter hier. Ah, jetzt okay. Normalbetrieb. Cool. Sehr nice. Haben wir hier schon mal unseren ersten Grundstein, würde ich sagen, für unsere kleine Stadt gelegt. Aber ich will das natürlich nicht allzu weit ausdehnen, jetzt hier die erste Folge, weil ich muss die noch hochladen. Boah, hier, Alter, die Industrie, die ballert sich schon aus dem Boden raus, leckt mich am Arsch. Ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder morgen, natürlich. In diesem Sinne bin ich erstmal raus. Bis dahin, tschüss, euer Maggie.